war das Jahr. Das war gut, aber das war eine gute Wahl. Das wäre nämlich unser Platz Nummer 5. So, ja. Das ist eigentlich schon merken, dass du aus der Klappe bist. Merken die ja nicht. Nee. Ja, sind ja alle aus der Klappe. Ach so, ich hab's gewusst. So, jetzt haben wir Platz 5 erstmal erledigt und jetzt kommt Platz. Na, kommst du drauf? Na, die 4, Mensch, weißt du was mit dir, ehrlich. Da haben wir einen vierten Platz. Kannst du dich noch entsinnen, da gab es damals so eine schöne Fahrt. Du durftest dort, glaube ich, auch mitfahren. Aber ich glaube, ganz hinten oder so, ne? Da war doch ein Busfahrer. Und der war da total durch den Wind. Der Busfahrer. Ja. Kann nicht mehr. Hat er vorne gesessen? Der hat vorne gesessen und sogar ist der gefahren. Da kann ich nicht kennen, ich habe hinten gesessen. Ach so, ist es. Ich hab's gewusst. Gefahren ist der sogar. Gefahren. Und der kann singen. Der ist zwar ein bisschen durchgeknallt, aber... Der kann singen? Ja. Aber hör doch jetzt mal auf mit deinem Lädenkopf. Komm, wir gehen jetzt erstmal und... Und der will jetzt singen? Der singt jetzt. Komm jetzt. Nur wenn er nicht anders singt? Ja, komm, dann lass mal. Schön, mal wieder im Bundtag zu sein. Ich bin nämlich jetzt der Tourbusfahrer von Firebirds. Da kommt man ganz schön rum in der Welt, aber das ist immer ganz schön anstrengend. Deswegen bin ich froh, dass ich mich jetzt hier in meinem Zimmer mal ein bisschen ausruhen kann. Und zum Ausruhen eines guten Busfahrers gehört natürlich, sich erstmal die schicken Busfahrersachen auszuziehen. Bye.
mein Blut in das Wasser läuft wieder fließen ab. Ich bin verzweifelt und denke noch, was für ein Scheiß. Ich war noch unten zum Abschluss und ich weiß, er ist voll Haare. Da ist ja alles voll weg. Da kriege ich heute nicht mehr weg. Als das Zeug mit einer in der Dusche. Meine Herren. Dürfen ganz mir, wir sagen, haben Sie irgendwas. Verbleib stehen, Töbi. Ich bin stinkgesund, ruhiges Ochse. Ich hab gehört, die Mädels in Unmacht stehen, Herr Gott. Ich werde das gleich mal testen gehen. Hallo Mädels, ich komme.